Moin Leute und herzlich willkommen zu einem kleinen schnellen Video zum OnePlus 5T in der Sandstone White Edition. Das ist jetzt brandneu, heute erst vorgestellt worden. Das ist eine Erinnerung an das OnePlus One Silk White. Da werden sich vielleicht einige von euch noch dran erinnern. Das war ja eine sehr beliebte Farbe und jetzt gibt es das OnePlus 5T. Das ist ja das OnePlus 5T, nochmal zur Erfrischung. Hier in der ganz normalen schwarzen Farbe, wie man sieht. Glattes Metall, alles ganz normal, wie man es kennt. Da haben wir auch ein Video zu gemacht. Da kann ich euch den Link mal unten in die Beschreibung packen. Aber hier ist jetzt die Sandstone White Edition. Auf den ersten Blick, der große Unterschied ist, die ist weiß, die nicht. Schon mal merkt man deutlich. Dann so ein paar kleine Feinheiten. Der Alert Slider ist bei der weißen Edition jetzt so rot. Finde ich persönlich ganz cool. So kleine nette Details. Die Knöpfe sind allerdings noch alle schwarz geblieben. Das hilft, dass man sie gut sieht. Aber den SIM-Slot hätte man meiner Meinung nach zumindest weiß machen können. Sonst Unterseite auch eben weiß. Und die Vorderseite ist ziemlich genau das gleiche praktisch. Nur eben man sieht so ein bisschen das Weiß drumherum. Wenn man ganz genau hinschaut, sieht man auch so, dass man hier noch die Antennenlinien sozusagen unter dem Weiß sieht. Und es ist leicht angeraut. Also hier haben wir den Sandstone Case von OnePlus 5T. Der ist deutlich rauer. Ich weiß nicht, wie man das. Das ist jetzt der Sandstone Case. Und das ist das Sandstone White Handy. Also es ist nicht vergleichbar mit dem OnePlus One, was ja auch mit dieser, sagen wir mal, etwas rauen Rückseite kommt. Das White ist definitiv nicht so rau. Es fühlt sich mehr so ein bisschen wie Papier oder wie Pappe an. Oder als hätte man hier einen wirklich sehr schicken Skin drüber gelegt. Aber es ist nicht sehr rau und es ist immer noch relativ rutschig. Natürlich bei weitem nicht so rutschig wie das komplett glatte OnePlus 5T oder auch das normale OnePlus 5. Das war ja auch schon wirklich kein, sagen wir mal, sehr, sehr grippiges Handy. Aber ich finde es dennoch, es ist wirklich eine coole neue Farbe. Nur das eine Problem, was ich bemerkt habe, ist, dass es zum Beispiel, das sieht man vielleicht auf der Kamera nicht gut sehen, aber dass es Verfärbung von Jeanshosen oder ähnlichem stark annimmt. Also ich habe das Handy jetzt einen Tag so einfach normal in meiner Jeans dabei. Das sind ganz normale Jeans, auch schon lange getragen, also die färbt nicht mehr wirklich ab, aber so leichte Blaustiche fängt sich dieses Weiß dennoch an. Man kann es leicht wieder wegwischen mit so ein bisschen mit einem feuchten Tuch, aber man müsste vielleicht echt aufpassen. Also fängt, glaube ich, sich ganz gut den Dreck ein. Wie leicht man dann sämtliche Formen von Dreck wieder wegmachen kann, das weiß ich nicht. Aber es ist auf jeden Fall ein Hingucker. Es ist mal was anderes, besonders mit diesem roten Alert-Slider, den finde ich cool. Und wer möchte, kann sich ja die mitgelieferte Klarsichthülle da drum packen. Also ein Unboxing mache ich jetzt nicht von diesem Gerät. Das ist das gleiche wie beim OnePlus 5T drin. Also da schaut euch einfach unser Unboxing-Video davon an, dann wisst ihr Bescheid. Und man kann natürlich auch. Ich weiß noch nicht, warum man das machen sollte, aber man könnte sich die Sandstone-Hülle da drum machen, dann sieht man da gar nicht mehr, wie schick weiß das doch ist. Also nur noch ein bisschen. Aber nicht nur das, natürlich steckt da auch noch was drin. Und zwar die Sandstone White Edition gibt es nur mit 8 GB RAM und 128 GB Speicher. Also es gibt nicht die kleine Variante mit 6 GB und 64 GB. Und kosten wir jetzt 559 Euro in Europa. Und die Preise für USA und Großbritannien, die findet ihr garantiert auf der OnePlus-Website, für uns nicht so relevant. Das heißt, es ist vergleichbar mit dem OnePlus 5T, mit der großen Version natürlich, nur ist es eben weiß und ich finde, die Kamera fällt nicht so stark auf, dass sie so weit rausgehoben ist, weil sozusagen dieser Rand auch noch weiß gemacht wurde ein bisschen. Insgesamt, es ist wirklich nur für Leute, die optisch was anderes wollen. Sagen wir von der Technik her ist es das gleiche Handy. Also da nimmt sich nichts. Das ist natürlich, das hat sich schon entschwert, sagen wir das gleiche schöne große AMOLED-Display und wie man es weiß, super Leistung und so weiter. Also hier gibt es wirklich nichts zu meckern. Es ist eine reine Farbe, die ich persönlich ganz schick finde. Aber damit ist eigentlich schon genug gesagt zu dieser neuen Farbedition, dem OnePlus 5T Sandstone White. Natürlich nur solange der Vorrat reicht, wie bei OnePlus üblich. Das heißt, wer gerne so eins möchte, sollte jetzt zuschlagen. Und wenn es sie nicht mehr gibt, werden die vermutlich bei eBay wieder auch von irgendwelchen extremen OnePlus-Fans fair und verkauft und gekauft. Also
lieber schnell zuschlagen, wenn ihr es unbedingt haben wollt. Wenn nicht, das normale OnePlus 5 tut es auch. Oder könnt ihr euch im Notfall noch einen Skin drauf klatschen, dann habt ihr auch ein weißes OnePlus. Aber das wäre es dann auch schon wieder von meiner Seite. Ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal.